Ahrens mit unserem Theaterstück. Herbert Rotter hat es schon angekündigt, was uns nach Spanien führt. Aber eigentlich gar nicht nach Spanien, sondern nur so ideell, sagen wir mal. Ein lustiger Einakter wurde von Chormitgliedern der Theatergruppe aus dem bayerischen ins südmünsterländische Umfeld übertragen. Im Mittelpunkt steht Amanda, die etwas, ich möchte mal sagen, simple, vielleicht auch naiv wirkende, aber teilweise doch recht erfahren argumentierende Nichte des Gastwirts Alvis. Dieser hat sich der Ränkespiele eines gewissen Viehhändlers Lorenz zu erwehren. Dessen Streich dreht sich um, wie es im Titel heißt, ein spanisches Leibgericht, das Ihnen jetzt die Theatergruppe unter der Regie eingeübt unseres Vorsitzenden Herbert Rotte servieren wird. Dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Luxusdampfer während einer Kreuzfahrt das Leben rettet. Was ist denn das?
was du sagen kannst. Du Traumgöttin! Die Gläser räum ich selber ab. Gleich sind wieder die Hälfte beim Teufel. Doch, ich hab nichts drauf entgegen und alles. Die Tante hat gestern Abend noch zu mir gesagt, ich soll mich nicht so überanstrengen und immer mit Bedacht an die Arbeit gehen. Ja, hat sie gesagt. Ja, hat sie gesagt. Dann lass ich doch gleich ins Glasgas stellen. Aber wenn ich mich doch dann da so ein bisschen schnell drin umdrehe und der Glaskasten zerbricht, dann geht doch alles nicht gut. Ach, mit dir bin ich aufgeschmissen. Ich traue mich schon gar nicht mehr aus dem Haus. Ich müsste dringend in der Bliehweide den Zaun ausbessern. Alice, du kannst getrost zur Bliehweide gehen. Heute scheppert's nicht mehr. Das kannst du mir glauben. Ich habe meine Gläser gezählt. Und wen wird denn wieder welche fehlen? Und das passt mal ganz genau auf. Unsere Gäste sind bei mir König. Sie bekommen, was sie wollen. Dafür sind wir ein seriöses Gasthaus. Hast du verstanden? Bis auf das nervöse Gasthaus. Jedes Wort. Seriös, hab ich gesagt. Das heißt, ja, wie sage ich das dem geistigen verwirrten Frauenzimmer? Und alles, streng dich nicht an. Ich kann mir schon denken, was du meinst. So, du kannst es dir alles denken. Na ja, dann denk auch daran, dass du unsere Gäste freundlich und nett bedienst. Ich will mir die größte Mühe geben, Onkel Alice. Du wirst doch eine helle Freude an mir haben. Ich will doch einmal in die Schweiz. Die Schweiz? Was ist in der Schweiz? Ja, als Starbedienung in einem Kindernationalhotel. Erstens heißt das nicht Kindernational, sondern International. Und zweitens sehe ich das nicht durch. Denn bist du stark, Kellnerin, bist du steinhaft. Wer hat dir denn den Klo ins Ohr gesetzt? Ja, die Tante. Sie hat heute Morgen noch zu mir gesagt, Amanda, wenn du dich nur halbwegs ein bisschen anstrengst, dann machst du eine steile Karriere. Meine Bärbe, das ist doch genauso scharf, wenn sie so dumm daherreden. Aber ich gehe jetzt in die Weide und besser den Zaun auf. Und ich hoffe, dass du nicht wieder was Dummes anstellst. Oh, alles. Heute wird nichts mehr passieren, das verspreche ich dir. Also wollen wir mal sagen, wir hoffen das Beste nicht. Wie geht das? Mach's gut, Onkel Alice. Ich mach's auch gut. Tschüss!
Nein, Gott, nein. Zum Wohl, der Herr. Ja, meine Töchter, ich hab doch so nur drei frisch gezapft vom Fest bestellt. Ja, vom Fest, da kann ich leider nichts zapfen. Ja, warum das dann nicht? Ja, weil mein Onkel Alvis, der hat den Zapfhahn abgesperrt. Ja, warum das dann? Ja, nur weil ich aus Versehen vergessen habe, den Bierhahn wieder zuzumachen. Oh, hey. Und da sind ein paar Liter weggelaufen. Oh, nur 30 Liter. Es war frisch angestochen. Oh, das wird den Piet bringen, aber manche schlaflose Nacht kosten. Sie tun Sie mich nicht beleidigen. Meine Tante hält große Stücke auf mich. Na ja, wie kann ich recht sehen? Aber sag mal, wie steht das so mit deiner Kochkunst? Ich kann auch ein bisschen kochen kann ich. Da fehlt nichts. Ah. Hat fast 3 Wochen in einer Herrschaftsküche das Kochen sehr gut gelernt. Wie? Was? 3 Wochen bloß? Ach, ja, die gnädige Frau hat gemeint, meine Kochkunst, sie wäre so märchenhaft, dass sie allesamt bei dem Arzt aufsuchen müssen. Ja, dann bin ich doch lieber abgehauen. Ich bin ja kein Unmensch nicht. Nee, dann lass mal, aber dann wähle ich mir den Hunger lieber für später auf. Ne? Was gibt es denn gelernt? Ja, ich meine so ein paar Ochsenaugen. Ich meine, die könnte ich wohl vertragen, da bitte auch keine Umstände machen. Ja. Was die Menschen heutzutage alles essen, Alter. Dieser Herr hat jetzt Appetit auf Ochsenaugen. Pfui, Teufel! Sie, Herr Messerka? Ja. Da müssen Sie noch ein bisschen gedulden. Warum das dann? Ja, bis ich vom Metzger wieder da bin. Was vom Metzger wieder da bin? Seit wann verkauft der Metzger gebratene Ochsenaugen? Ja, Sie sind vielleicht gut. Wo soll ich denn sonst Ihre Ochsenaugen herkriegen? Vielleicht vom Bäcker? Mein Gott, Petenbrick, was mag ich mit dir denn? Sag mal, hast du noch keine Eier?
Bienen bringt seiner Frau. Ja, ich weiß nicht, die ist nicht so ganz gut drauf. Ja, wenn ich dir dann sage, ich hab so losgeschickt, immer um ein paar Ochsenaugen zu holen, zu backen. Und was macht die? Die will zum Metzger laufen, nicht wahr? Und Augen vom Ochsen holen. Ja, wenn ich dir das sage.
Dann holst du sofort nach der Feuerwehr und Piep bringen, das ist grober Unfug. Das kostet nicht eine Stange Geld. Zumindest aber ein Fass für Freibier für meine Männer. Ach, Brandauer, rutsch dir doch der Kuppe runter. Da hockt der Übeltäter. Er hat sich als Spanier ausgegeben und sein Gör hat ihm geglaubt. Und sie hat ihm doch das spanische Leibgericht machen wollen. Willst du denn das Rezept haben, Audis? Könnt ihr mal sein, dass ich mal so ein echter Spanier bei dir verhielt? Also die beste Nacht, für die Politik, Wahlraum. Und ich komme ganz vielen Männer, die hier ihre Audis umgemacht haben, auf alle noch Quietschwein genügend in Olfen der Hund. Ja, ja. Mein Bier darfst du, sonst vergesse ich mich nicht. Und ganz im Hintergrund, der sogar die Vorhänge an der
Westseite aufmachen konnte und nicht nur den Hauptvorhang löste, war Rolf Schaaten. Und ich denke, das gibt nochmal ein schönes Bild, wenn jetzt alle Sänger nach vorne kommen, auf die aufgestellten Podeste, unsere Schauspieler treten dann hinzu und das Wort hat dann unser Vorsitzender. Eigentlich sollte der Vorhang ja noch aufbleiben. Dann hätte ich Ihnen nämlich sagen können, dass die Kulisse vom Heimatverein gestellt wurde. Auch ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit der Vereine in Olfen. Liebe Heidi aus
langjähriger Erfahrung kannst du ja jetzt zu Klaus Petersen gehen und ihm erzählen, wie das spanische Leibgericht nun wirklich. Aber es ist auch noch was anderes vorne zu essen. Dank sagen wir auch Hans-Jürgen Lübcke, der so schön das Programm geführt hat. Dann möchten wir uns jetzt schon bei unserem Landesbruder Harald Richter, dass er sich bereit erklärt hat, für uns Unterhaltungsmusik und Tanzmusik zu machen. Und nun wünsche ich allen weiterhin viel Vergnügen bei Musik, Tanz und Unterhaltung. Eine kleine Mitteilung muss ich noch mal eben machen. Morgen um 10 Uhr in Abbau. Und vielleicht heißt es dann auch wieder im nächsten Jahr in Olfen hier beim MGV, da lass dich ruhig nieder. Da gehen stets frohe Menschen hin und singen frohe Lieder. Und warst du erst ein paar Mal da, dann sagst auch du beim Gehen, in Olfen hier beim MGV, da gibt's ein Wiedersehen.